Nochmal begrüßen, die dritte Vorführung geht gleich los. Eine spannende Geschichte mit Harry Hoppel. Aber vorher habe ich die Paula, die wollte ich unbedingt noch begrüßen. Die Paula freut sich immer so, wenn sie die Kinder sieht und da winkt die, das habe ich ihr beigebracht. Und die Paula ist ein Lama. Um es genau zu sagen, ein Alpaka. Die ist noch sehr jung, aber schon ganz schön groß. Ich hole sie einfach mal. Paula, kommst du? Paula? Ach, ich soll wieder meinen Hut aufziehen. Aber kein Quatsch machen, Paula, ja? Kein Quatsch. So, dann zieh ich den Hut auf. So, Paula. Freust du dich, dass die Kinder da sind? Ja? Gut, dann gehen wir zu den Kindern jetzt, Paula. Ja? Gehen wir zu den Kindern. Ja. Achtung, wieder die Paula kommt. Ist das schön, dass die Kinder da sind? Ja? Komm. Ja, freust du dich, dass die Kinder da sind? Freut sich so. So, Paula. Magst du den Kindern denn mal winken? Sollst du den Kindern winken? Ja? So, oh Gott, ich helfe dir ein bisschen. Ja, prima. Sollen die Kinder dir auch winken? Guck mal, die. Oh, guck mal, was die Kinder winken können. Und da freut die Paula sich und wird ganz fest. Paula, nicht so viel winken. Nicht mehr gegen die Nase winken, ja? Nein, nicht so viel winken. So, dann winken nochmal. Aber nicht nur ein bisschen, ja? Nur ein bisschen winken. Auch wenn die Kinder viel winken. Du winkst nur ein bisschen, okay? Paula, die Kinder lachen schon. Jetzt hör auf. Nur ein bisschen winken, okay? So, soll nur ein bisschen winken. So, Paula winkt jetzt. Nur, die ist ja sehr gelehrig. Die weiß dann genau, jetzt darfst du nur ein bisschen winken, gell? Das weißt du ganz gut. Paula, jetzt ist gut, ja? Also Kinder, ich will die Paula wirklich gut erziehen, damit die Paula auch keinen Quatsch macht. Und Paula, das warst du. Doch. Also ich glaube auch wirklich, dass das die Paula war. Paula, ich ziehe keinen Hut mehr auf. Immer willst du, dass ich den Hut aufziehe, aber das willst du nur, damit du Quatsch machen kannst. Doch, hör jetzt auf, Quatsch zu machen. Also, sie ist ja noch sehr jung, aber dafür ist sie schon sehr vernünftig und... Paula, ich sag gerade den Kindern, du bist sehr vernünftig, dann machst du Quatsch. So. Aber jetzt weiß sie genau, sie darf keinen Quatsch mehr machen, sonst kriegt sie heute Abend kein Oster. Paula, hast du meinen Hut gesehen? Ach, da ist er ja. Paula, Paula, lass den Hut. Der hat sie richtig dran festgebissen. Paula, Paula, der Hut ist dir viel zu groß. Der ist dir zu groß. Gut, dann zieh ihn auf, meinetwegen. Siehst du, da lachen dich doch die Kinder aus. Der ist dir zu groß, der Hut. So, du kannst den Kindern lieber mal ein Liedchen singen. Soll ich den Kindern ein Liedchen singen? Sing ich blöd? Kinder, dabei habe ich ihr ein Lied beigebracht. Das geht, jetzt fahren wir über den See. Da braucht die nur sich das Wort See zu merken. Sollen wir das mal machen? Ja, sollen wir machen? Nur See. Ja, kannst du? Okay, jetzt fahren wir über den See, über den Und dann darf man gar nichts sagen. Jetzt fahren wir über den Paula, magst du ein Tänzchen machen? Und wenn ich Mundharmonika spiele, oh Kinder, Mundharmonika mag die. Die weiß genau, dass in der Hosentasche die Mundharmonika ist. Paula, nicht so ungeduldig, nicht die Mundharmonika, nicht die Mundharmonika wegnehmen. Paula, Paula. Paula, gib die Mundharmonika her. Du kannst doch gar nicht spielen. Nein, du sollst ein Tänzchen machen. Du machst ein Tänzchen und ich spiele, okay? Ja, okay. Alle meine Entchen? Ach, hopp, 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 das magst du. Das ist ihr Lieblingslied. Hopp, 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 Pferdchen, lauf galopp. Denkst immer, hopp, 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 Paula, lauf galopp. Gell? Ja, da machst du ein Tänzchen, gell? Ah, falsch rum. So, Achtung. Paula, du hast gestört, du darfst nicht dazwischen spielen. Doch, du hast wieder gestört, mach du ein Tänzchen. Paula, das ist doch der falsche Ton. Das geht überhaupt nicht so. So geht das. Du machst ein Tänzchen. Brauchst gar nicht so zu gucken. Paula! Paula! Oh nein! Ich
Jetzt ist Ostern, was? Ostern ist weg. Yippie, Ostern. Harry, es ist kein Ostern. Es ist Ostern. Guten Morgen, es ist Ostern. Ostern. Harry, es ist doch jetzt kein Ostern. Doch, es ist Ostern. Nein, du kannst die Kinder fragen, es ist kein Ostern. Ist es Ostern? Nein, es ist heute noch kein Ostern. Ja. Das ist aber schade, alte Tomate. Ach, ich bin doch keine Tomate, alte Kohlroulade. Harry, du musst noch einmal schlafen. Okay, jetzt schlafe ich einmal. Achtung, Achtung, einmal. Einmal geschlafen, Ostern. Harry. Harry, sag mal, ich würde den Harry fragen. Harry, hast du überhaupt schon alle Ostereier bemalt? Fast alle. Welches denn noch nicht? Deinen alten Eierkopf. Ach, Harry. Der Harry ist wirklich ein ganz schön dummes Kerlchen. Vorsicht, Büchchen, das habe ich gehört, sonst gibt es einen Satz heißer Ohren, ja? Dieser alte Mümmelmann, alter Hampelmann. Harry, ich tue jetzt richtig schlafen, so lange bis Ostern ist, wirklich, ich kann gar nicht mehr abwarten. Harry, du musst doch nicht jetzt schlafen, wir müssen doch gleich fahren. Ich schlafe hier, gute Nacht. Der ist wirklich so dumm. Vorsicht, Büchchen. Gleich zieh ich dir die Ohren lang. Harry, sei endlich still. Sei endlich still, du alter Eiermann, damit ich schlafen kann. Kinder, ich habe eine Idee. Der schläft ja tatsächlich. Wer wird den Harry an den Ohren markieren? Wer war das gewesen? Das warst du? Nein. Du hast mich wach gemacht. Ich war das nicht. Jetzt ist Ruhe, ja? Ich sag dir, ich zieh dir die Ohren lang. Die sind dann noch länger als meine, ja? Merkt ihr das ein bisschen? Du warst das gewesen. Du warst das gewesen. Du darfst das nicht mehr machen, weil ich doch schlafen will. Harry, du sollst jetzt nicht schlafen. Jetzt ist endlich hier Ruhe im Kuhstall, ja? So, gute Nacht, jetzt keine Faxen mehr gemacht, Freunde, ja? Okay, Ruhe jetzt, so. Alarm, Hilfe! Alarm! Harry, verrücktes Kerlchen. So, wir haben hier noch andere Gäste dabei, ja? Der kommt doch gleich in der Geschichte vor. Ja, da könnt ihr mich sehen. Das wird ganz schön spannend mit der alten Hexe. Guckt mal, Kinder. Das Paulinchen ist noch ein bisschen schüchtern. Aber guck mal, sind so viele Kinder da. Sag den Kindern noch mal guten Tag. Hm? Tag. Bisschen länger. Hm? Tag, Tag. Paulinchen, ganz normal. Man sagt doch nicht Tag, Tag und zieht so den Kopf ein. Sag mal ganz normal guten Tag. Hm? Tag, 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 Tag. Paulinchen, morgen ist ja Ostern. Hey, ich kann ganz viele Lieder. Du kannst ganz viele Lieder. Du willst ja Sängerin werden. Nein. Jetzt schon. Du willst jetzt schon Sängerin sein. Was kannst du denn für Lieder? Kinderlieder. Oh, dann sag den Kindern mal, was du für Kinderlieder kannst. Soll ich? Sag mal. Alle meine Entchen kommen gleich ins Fändchen. Träumer dürft ihr raten, die werden da gebraten. Nein! Alle meine Entchen schwimmen... Im Klosett. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Und trinken Tee. Nein! Doch kein Tee. Kaffee. Nein! Oh nein, was kennst du denn noch für ein Lied? Das hat mir der Alfred... Der Esel hat dir das gesagt? Ja. Das war falsch. Was kennst du noch für eins? Hm? Häschen in der Tube. Häschen in der Tube saß und schlief. Drückt man auf die Tube, ist das Häschen schief. Nein. Häschen in der Grube. Saß und lacht sich schief. Nein. Oh, was kennst du denn noch für ein Lied? Kommt ein Opel geflogen. Kommt ein Popel geflogen. Doch kein Popel geflogen. Oh nein. Soll ich ein Instrument spielen? Ja? Instrument! Kinder, wie heißt das richtig? Instro?
Instrument. Was denn für ein Instrument? Kröte. Hä? Flöte. Was noch für ein Instrument? Klavier. Hä? Oh nein, Klavier. Was noch für ein Instrument? Zigarre. Hä? Oh, Gitarre. Dann bedanke ich mal bei den Kindern, dass sie das dir richtig gesagt haben. Vielen Dank, Kinder, dass ihr so schlau seid und mir das richtig gesagt habt. Genau, so. Morgen ist Ostern. Das suche ich, finde alle Eier. Du findest bestimmt alle. Tschüss, Kinder, tschüss. Genau, die Kinder können ganz laut rufen. Aber die Kinder sind eingeschlafen. So ein Quatsch. Achtung, Kinder. 1, 2, 3. Oh, Alarm, 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 Alarm. Du Dummkopf, das waren doch die Kinder. Das waren Alarmalarme. Das waren die Kinder. Kinderalarmalarme. Keine Kinderalarmanlage, Kinder. Baby von Alarmanlage. Sag den Kindern jetzt mal guten Tag. Das geht nicht. Wieso kannst du nicht guten Tag sagen? Von dem Kasten sind meine Ohren weggeflogen. Da oben. Hä? Philipp, hier sind doch deine Ohren. Nein. Was ist das denn? Ein Salatblatt. So Quatsch. Und was ist das, bitteschön? Ein Kinderschnitzel. So Quatsch. Kinderschnitzel. Jetzt sag mal schön guten Tag. Und danach schlaft schön. Philipp. Sag doch ganz einfach, guten Tag, Kinder. Guten Morgen, Kinderschokolade. Bist du verrückt? Du kannst doch nicht zu den Kindern guten Morgen Kinderschokolade sagen. Das sind Kinder. Kinderüberraschungseier. Der hat sie wirklich nicht mehr am Christbaum da oben. Oh, Tannenbaum. Bist du verrückt? Du kannst doch nicht jetzt, oh, Tannenbaum singen, das ist ein Weihnachtslied. Kein Tannenbaum. Oh, Apfelbaum. Philipp, jetzt kein Lied mit Bäumen. Ist das klar? Kein Lied mit Bäumen. Verstanden? Verstanden. Oh, Erdbeerstrauch. Philipp, wie schön sind deine Erdbeeren? Philipp! So, mir reicht's jetzt. Du verschwindest. Ich verschwinde wie der Pups im Winde. Du kannst doch nicht sagen, wie der Pups im Winde. Wie 1000 Pups. Voll peinlich. So, jetzt sag ich den Kindern die Geschichte und kein Kommentar. Alles klar, Kommissar. Also Kinder, ich darf euch ansagen, jetzt kommt der Nikolaus. Gehst du weg? Kein Kommentar. Alles klar, Kommissar, kein Nikolaus. Also Kinder, ich darf euch ansagen, jetzt kommt das Sandmännchen. Gehst du weg? So. Hier bleibst du stehen und du kriegst morgen kein Osterei, wenn du so Quatsch machst. Dann bin ich still. Jetzt ist er wohl still. Also Kinder, ich darf euch Sand sagen, jetzt kommt der Wetterbericht. So, jetzt kriegst du deinen Mund zu. Nein. So, jetzt halte ich mir den Mund zu. Also Kinder, ich sage euch jetzt die Geschichte an. Die Geschichte, die kommt, heißt Kasperle. Jetzt hat er gepupst. Der hältst du vorne zu und hinten den pupst der einfach. Okay, Kinder, ich sage euch jetzt die Geschichte. Die Geschichte vom kleinen Harry Hoppel. Harry Hoppel in Gefahr. Ja, du kleiner Harry Hoppel. Wo bist du? Hab Hunger. Moritzchen, wo bist du? Moritzchen, wo bist du? Hallo, Kinder. Ich suche eine Mohrrübe. Morgen ist Ostern. Ich bin mal schnell weggelaufen hier in den Wald. Wo? Der Hundekacke. Der Pferdeapfel. Ich will aber eine Mohrrübe. Mohrrübchen, wo bist du? Mohrrübchen. Wer ruft denn hier im Wald? Und das in der Nähe von meinem Hexenhaus. Normal traut sich doch keiner zu mir hier in die Gegend hin. Da war doch jemand da, Kinder. Das sind ja Hasenspuren von einem dicken Hasen. Kinder, früher haben wir Hexen die Hasen mit Möhrensaft angelockt und haben sie dann verhext. Und an Ostern haben wir sie aufgegessen. Das ist doch eine gute Idee gewesen, stimmt's, Kinder? Ja, leider haben sich die Hasen das gemerkt und sind nicht mehr in die Nähe zu unseren Hexenhäusern gekommen. Moritzchen, Moritz. Da ist ja ein dicker Hase, Kinder. Ich schau mal nach, was er macht. Ich muss die Kinder mal fragen, ob die vielleicht eine Mohrrübe gesehen haben. So, Kinder, habt ihr vielleicht zufällig eine Mohrrübe hier vorbeigehen sehen? Was? Die Hexe sind böse, hat die Mama gesagt. Kinder, ihr sollt doch nicht sagen. Die haben doch Angst vor uns.
Ich werde den dummen Hasen mit Mohrrübensaft anlocken. Ich hab hier was. So, ich werde eine Mohrrübensaftspur legen. So, dann wird der dumme Hase genau in meine Arme laufen. Das klappt immer. Das riecht aber gut. Wer bist denn du? Ich bin eine arme alte Frau. Aber du bist die Hexe. Ich bin eine liebe Hexe, eine Mohrrübenhexe. Die Kinder sagen, du bist böse. Nein, nein, ich bin sehr lieb. Komm mit mir, ich gebe dir etwas Mohrrübensaft. Kinder, soll ich mal mitgehen? Nur ganz kurz gehe ich mit, ja? Nur ganz kurz, dass ich mit nach Hause gehe. Komm, ganz kurz. Kinder, ich habe das dumme Kerlchen reingelegt. Das hat mir geklaut. Das wird sich wundern auch. Harry, wo bist du denn? Großmutter, hast du die Harry gesehen? Gibt's doch gar nicht. Harry! Harry, wo steckst du? Harry! Gibt's doch gar nicht. Kinder, der Harry hat eben noch im Garten gespielt. Habt ihr den gesehen? Wo habt ihr den Harry denn gesehen? Was ist denn? Harry ganz allein in den Wald! Ist da die Hexe gekommen? Oh nein, der arme Harry, dem ist was passiert. Was ist denn los, Zeppel? Dem Harry ist was passiert. Die Kinder haben gesagt, die Hexe wäre gekommen. Ist das wahr, Kinder? Ja! Hat die Hexe gesagt, was sie machen will mit dem Harry? Ja! Die Hexen und die Hasen immer verhexen und dann tun sie sie aufessen. Wir müssen die Polizei holen, ja? Die Kinder können die Polizei ja ganz laut rufen. Polizei, die Kinder müssen rufen. Die können lauter rufen als du. Polizei, Kinder, ruft die Polizei. Polizei! Ja, was ist denn da für ein Krach? Herr Polizist, kommen Sie mal. Kinder, ruft noch mal. Polizei! Ja, was ist denn da los, der Hotzenplotz? Habt ihr den Hotzenplotz gesehen, Kinder? Was? Die Hexe? Ach, die Kinder haben alles gesehen. Die Hexe hat den Harry. Was hat die? Den Harry Hoppel? Ja, die Kinder haben es gesehen. Ist das wahr, Kinder? Ja! Also diese alte Hexe, ich habe ihr schon tausendmal gesagt, ihr sollt die Hasen in Ruhe lassen. Die versucht es immer wieder. Kinder, gut, dass er gesagt hat, dass ihr mir das gesagt habt. Ich werde jetzt in den Wald gehen. Ich werde mir die Hexe vorknöpfen. Gut, Kinder, macht's gut. Holla dio, holla dio. Kinder, und ich gehe auch in den Wald. Ich weiß, wo das Hexenhaus ist. Und den Kasper nehme ich mit. Kasper, wir gehen in den Wald. Komm, wir werden den Harry befreien. Komm, Kasper, in den Wald. Das habe ich schlau gemacht. Dieser dumme Hase. Das muss ich den Kindern sagen. Kinder, es hat nichts genutzt. Ich habe dem Hasen Mohrrübensaft gegeben, aber darin habe ich Schlummerkraut reingetan. Jetzt schläft der dicke Hase. Ich werde jetzt zu meiner Freundin der Hexe Krähenfuß fliegen und lass mir noch ein paar Hexentricks geben. Aber ich weiß, bestimmt wird der Kasper kommen. Aber diesmal wird er nicht damit rechnen, dass der Räuber aufpassen wird. Ich werde den Räuber rufen. Nein, ich hexe ihn herbei. Eins, zwei, drei, Hotzenblotz, komm herbei. Hex, hex. Was ist los, Hexer? Ich muss dir was sagen, Räuber. Ich habe einen dicken Hasen. Den können wir morgen an Ostern aufessen. Wirklich? Dann haben wir Hasenbraten. Das ist sehr gut. Es kann aber sein, dass der Kasper kommt. Wir müssen aufpassen. Ja, den Kasper, den werde ich auch einsperren. Das ist gut, Räuber. Pass gut auf. Ich bin gleich wieder da. Da ist ein Flechtlein. Ich davon trinke. Da drin ist Schlummerkraut. Was ist da drin? Hier ist ein... Da liegt ein Flechtlein. Ich werde mal davon probieren, Kinder. Mal schauen. Ah, das ist doch Mohrrübensaft für Babys. Was ist das? Mir dreht sich alles. Ich werde ganz müde, Kinder. Was ist da los? Ja. Und zwei, und so drei, hier kommt die Polizei. Und zwei, und so. Kinder, habt ihr was gesehen? Ja! Oh, oh,
die Hotzenrotz. Ja, der schläft ja. Da hinten ist ein Flechtlein, das sieht ganz rot aus. Ich werde mal probieren, Kinder. Ja. Kinder. Na, Kinder, mir wird schon nichts passieren. Nur einen ganz kleinen Schluck Wasser, Kinder. Ganz klein. Einen Polizist macht doch sowas gar. Was ist los? Mir dreht sich alles, Kinder. Oh, oh, bin ich müde. Oh, oh. Oh. Kinder, ich komme, ich bin gleich am Hexenhaus. Ich komme. Kinder, habt ihr was gesehen? Die schlafen ja. Das gibt's ja gar nicht. Warum schlafen die denn? Da hinten ist ein Flechtlein. Ich guck mal. Kinder, das riecht wirklich ganz toll. Ich hab Durst. Ich muss was probieren, Kinder. Auf, Kinder. Das hat gut geschmeckt. Nach Mohrrübensaft. Und der ist gesund, wirklich. Was ist los? Oh, 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 oh. Oh, oh, was ist denn? Ah, ah. Ich bin eingeschlafen. Oh, wer liegt denn da? Das ist ja die Polizei. Und das ist der Seppel, die schlafen auch. Ah, das ist Schlummerkraut, was da drin ist. Ha, das ist gut. Gut, wenn die Polizei schläft, so habe ich es nie am liebsten. So, den werde ich einsperren, den dicken Polizisten. So. Das ist doch der Hanswurst, der Seppel, den sperre ich auch ein. So. Ein mit dir, schlaf ruhig. Ja, so, Kinder, ich habe eine Idee. Ich werde jetzt eine große Pfanne mir besorgen und dann werde ich Hasenbraten machen. Und der Hexe werde ich sagen, ihr hättet den Hasen gegessen. Das ist doch eine gute Idee, stimmt's, Kinder? Aber das werde ich machen, Kinder. Ja, schnell eine große Pfanne besuchen. Ja. Seppel! Seppel, wo steckst du eigentlich? Seppel, Seppel! Kinder, ich suche den Seppel, der ist weggerannt. Ist dir was passiert? Ja! Seppel, wo bist du? Habt ihr den Hotzenplatz auch gesehen? Ja! Und wo ist der Harry Hoppel? Ist der eingesperrt? Ja! Was ist denn da los, Kinder? Kinder, oh, was jetzt passiert? Warte mal, wir müssen das mal gerade zumachen. Ist ja hier was eingestürzt. So, jetzt werde ich mich wieder verstecken. Was ist hier los, Kinder? Ich muss mal schauen, das gibt's doch gar nicht. Ihr habt doch mit jemandem gesprochen, Kinder. Da war doch jemand gewesen. Das hat sich angehört wie der Kaspar. Wenn ich den erwische, werde ich ihn einsperren. Wo steckt der denn, dieser Suppenkaspar? So, Kinder, das habt ihr gut gemacht. Ich muss versuchen, dass ich den Harry Hoppel befreien kann und den Seppel. Seppel, wo bist du? Was ist denn da wieder los? War der Kaspar hier, Kinder? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich gehe noch mal da unten schauen. Kinder, ich glaube, die Hexe kommt. Ich muss mich verstecken. Schnell weg. So, hier bin ich wieder. Zurück. So, von der Hexe Krähenfuß. Räuber, wo steckst du? Hotzenplotz, was machst du eigentlich? Ich suche eine große Pfanne. Ich suche eine Pfanne. Was suchst du? Eine... Was willst du denn mit einer Pfanne? Die Kinder wollten den Hasen essen, dann soll ich eine Pfanne suchen. Das stimmt nicht, du wolltest den Hasen essen. Nein, nein. Wollte er den Hasen essen, Kinder? Nein. Tja, ich habe gedacht, du bist mein Freund, du bist nicht mein Freund. Ich werde jetzt einen Hexentrick an dir ausprobieren. Nein, keinen Hexentrick ausprobieren. Nein, bitte nicht. Soll ich einen Hexentrick an ihm ausprobieren? Nein, nein. Gut, Rira, roll, deine Hose ist jetzt voll. Hex, Hex. Oh. Kinder, jetzt habe ich die Hose gemacht. Es stinkt, Hilfe, es stinkt. So, Kinder. Jetzt werde ich mal den kleinen Harry Hoppel wecken und ein paar Hexentricks an ihm ausprobieren. Harry Hoppel, wo steckst du? Wo bist du, kleiner Harry? Ich muss jetzt nach Hause gehen. Nein, 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 komm mal her. Ich muss jetzt nach Hause gehen. Tschüss. Nein, du wirst nicht nach Hause gehen. Aber der Seppende Kasper wartet auf mich. Nein, du bleibst nämlich hier. Warum denn? Das darfst du nicht. Das darf ich wohl. Ich werde ein paar Hexentricks an dir ausprobieren. Und dann landest du in der Pfanne. Nein, das darfst du nicht. Doch, das darf ich. Das darfst du nicht.
ich gehe jetzt. Nein, das geht nicht. Du kannst nicht gehen, du bist eingesperrt bei mir. Nein, dann machen wir noch einen Mohrrübensaft. Na gut, noch einen Mohrrübensaft. Und dann werde ich ein paar Hexentricks an dir ausprobieren. Die macht mir jetzt einen Mohrrübensaft, Peter. Den trinke ich noch. Harry, was? Harry, hier bin ich, der Kasper. Oh, komm her. Ich gehe mal zum Kasper, ja, Kinder. Komm zum Kasper gehen. Komm, bleib hier. Harry, das ist zu gefährlich, bleib hier. Ich muss den Kindern was sagen. Kinder, ich muss euch was sagen. Ich habe eben den Hexentrick gehört. Der war Rira, roll, deine Hose ist jetzt voll. Hex, Hex, wenn die Hexe kommt, Hex, der Hose, Hexe, Hexe, einfach die Hose voll. Sollen wir das machen, Kinder? Achtung, ich glaube, die Hexe kommt. Schnell weg. Oh, kleiner Harry. Der Saft ist fertig. Wo steckst du, Harry? Wo ist der? Kinder, sag den Spruch. Rira, roll. Deine Hose ist jetzt voll. Hex, Hex. Ach, es stinkt. Ich habe die Hose gemacht. So eine Frechheit von den Kindern. So eine Gemeinheit. Kinder, hat es geklappt? Prima. Ich glaube, der Räuber kommt. Das machen wir auch beim Räuber. Achtung, der Räuber, schnell. Ah, jetzt reicht's mir aber, so eine Frechheit. Ich werde mir jetzt den Hasen schnappen. So, wo ist der Hase? Kinder, sagt den Spruch. Ah, jetzt habe ich wieder in die Hose gemacht. Es stinkt so eine Frechheit von den Kindern. So eine Gemeinheit. Jetzt werde ich die Kinder verhexen in kleine Ameisen. So, Kinder, jetzt reicht es mir. Hoppel, komm, schnell! Wir gehen auch schon zu den Kindern! Schnell abhauen! Ja, wir hauen schnell ab! Also Kinder, schnell weg abhauen! Ja, komm Hoppel, schau, wir gehen nochmal zu den Kindern! Wir haben die Hexe schnell! Die Kinder haben die Hexerei gelegt! Das haben die Kinder gut gemacht! Ja, das haben die Kinder gut gemacht! So, dann bedanke ich nochmal bei den Kindern! Vielen Dank, Kinder, dass ihr mir so gut geholfen habt! Ja, du darfst aber nicht mit jemand Fremdes gehen. Nur weil die Hexe gesagt hat, es gibt Mohrrübensaft, bist du mitgegangen. Das habe ich ja gedacht. Das hast du geglaubt. Die Kinder gehen auch mit jemand Fremdes nicht mit. Geht ihr mit jemand Fremdes mit? Nein, natürlich nicht. Ja, genau, die Kinder sind viel schlauer, ja? Okay. Dann wünsche ich den Kindern noch schöne Ostern. Schönen Ostern, Kinder. Tschüss.